The Keshe Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MEGRAVs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MEGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others. That they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nano-coating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nano-coating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal, in interaction with other various metal plates, in a saltwater solution creates MEGRAV fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Hallo und herzlich willkommen zum 159. deutschsprachigen Wissenssucher-Workshop. Heute ist der 4. April 2019. Und bis jetzt hier bin ich hier der einzige Host, reguläre. Mein Name ist Mario Kinappel. Und wie immer habe ich eine zusammenfassende Übersetzung des heutigen 270. Knowledge Seekers Workshop von heute Morgen um kurz nach 9. Und der war 4 Stunden lang. Und allgemein habe ich auch hier ein bisschen mehr jetzt. Meine Notizen heute waren wahrscheinlich viele Themen oder viel, wo ich was zu schreiben konnte, mehr als sonst. Mal gucken, ob man das hier... Also ein Thema war, so als groben Übersicht, war die Seele. Und dann hat Herr Keshe auch noch über diverse Entwicklungen gesprochen und ich gehe einfach mal der Reihenfolge nach das durch.
Er hat gefragt, was ist das Weltall für uns? Also wenn vom Weltall gesprochen wird, da kann man ja so einige Vorstellungen haben. Was bedeutet das für uns, dass man überhaupt mal eine Vorstellung davon hat? Ist es lediglich zum Beispiel die Distanz von einem Planeten zum anderen oder was stellt man sich darunter vor? Dann sagt er, dass die Seele ist wie ein Vogel im Käfig, gefangen im Körper des Menschen und dass wir den Käfig öffnen müssen, um die Seele zu befreien. Und sagte dann noch, dass ein Vogel, der uns vertraut, der kehrt auch dann zu uns zurück, wenn wir ihn freilassen. Das heißt, hier das Vertrauen ist ganz wichtig. Das ist auch in den letzten Wochen öfter erwähnt worden. Und dann sagt er, dass wir, solange wir nicht vertrauen, also unserer eigenen Seele vertrauen, müssen wir den Käfig mit uns tragen und dann mit dem Raumschiff reisen. Also es ist tatsächlich, als Beispiel, als würde man tatsächlich einen Vogelkäfig mit sich tragen. Wenn man sich das mal so vorstellt, weil man den Vogel nicht freilässt. Und er sagt aber auch noch, er wird uns unterrichten, bis wir diesen Zustand erreicht haben. Und dann sagt er auch, dass es das Ende der Welt, das sogenannte Ende der Welt für uns nicht mehr relevant ist oder relevant sein sollte, weil selbst wenn ein Meteor ankommt oder was auch immer, dann bewegen wir einfach unser Haus. Das heißt, mit der Technologie oder mit den entsprechenden Entwicklungen sind solche Dinge nicht mehr in dem Sinne gefährlich. Und sobald sich die Menschheit sowieso verbreitet hat ins Weltall, kann die Menschheit auch nicht mehr aussterben, so wie die Gefahr eben sonst besteht oder wie, wenn man vorherige Zivilisationen sich anguckt, die kommen und gehen. Und das früher oder später würde das mit uns genauso passieren. Es braucht nur irgendwann ein Meteor kommen oder irgendwas anderes passieren. Und dann hat er gefragt, was soll er uns noch beibringen? Er sagt, er trägt das Wissen des Universums in sich. Er sagt, er spricht die Sprache der Babys im Mutterleib und die Sprache der Professoren. Und das ist etwas, was er öfters erwähnte. Er hat öfters gefragt, wie kommunizieren Babys im Mutterleib? Oder auch außerhalb des Mutterleibs, wie kommuniziert ein Baby? Und er sagt, wenn wir das verstehen, das ist auch so etwas, was er früher mal sagte, wenn wir das verstehen, wie ein Baby kommuniziert, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann sagt er auch noch, dass er bei allem, was er je unterrichtet hat, er brauchte nie einen Stift, man hat sich nie Notizen gemacht. Also alles, was er je unterrichtet das kommt alles aus ihm heraus. Also er weiß, er hat keine Notizen, keinen Stift oder irgendwas, er da hat als Hilfsmittel. Und dann sagt er noch, ob er uns beibringen soll, wie der Schöpfer fliegt oder wie man von einem Universum ins nächste reist. Und die Reise der Seele hat kein Ende, sagt er noch. Dann sprach er davon, dass er für eine Firma, die wollte mal, dass er einen Reaktor für sie baut und die wollten wohl, dass er einen Reaktor im 1 Meter Durchmesser für sie baute, bestimmte Funktionen erfüllen sollte. Und er hat das dann geschafft, diesen Reaktor in 15 Zentimeter klein zu bauen. Also es ist schon ein Unterschied, ob man 1 Meter Durchmesser oder 15 Zentimeter Durchmesser hat. Er sagte, das ist der Grund, weil das die Reichweite der Alpha-Strahlung ist, wenn sie sich bewegt. Er ist da nicht näher drauf eingegangen, deswegen gibt das jetzt einfach so weiter. Er sagte, jetzt ist diese Firma Teil des britischen Verteidigungsministeriums. Der nächste Schritt ist die Felder mit der Seele zu sehen oder die Felder der Seele zu sehen. Und dann sagt er, dass viele Leute können Wellen im Himmel sehen. Und dazu sagt er auch noch, dass er das Carolina beigebracht hat, auch diese Wellen zu sehen. Und dann wurde auch noch von Lichtern gesprochen.
Und da sagte er, wir können in die Tiefe des Universums sehen, ohne unsere physischen Augen. Und dann hat er erzählt, dass man diese britischen, wie nennt man die königliche Garde oder wie auch immer man die nennt, ihr kennt die bestimmt, die diesen hohen Hut aufhaben, die am Palast stehen, also die Wachen, und die sich halt nicht bewegen. Also die bleiben immer ganz stramm stehen. Da gibt es auch einige Videos zu, die werden auch gerne geärgert von Leuten, weil die eben auf nichts reagieren dürfen. Und Herr Kesch hat gesagt, dass er sagt, man soll sich mal vor die stellen und deren Emotionen fühlen. Und er hat gesagt, dass er es auf diese Weise geschafft hat, sie mal zum Lachen zu bringen. Und das ist schon wirklich was Besonderes, weil die sind da wohl wirklich trainiert, auf nichts zu reagieren. Aber er hat sie von innen erreicht und hat dann, ja, haben sie wohl gelächelt. Dann sagt der Cash, dass er wünscht sich, dass Präsident Xi nächsten UN-Treffen im September den Weltraumflug zeigt in der Eröffnung. Und dann sagt er, dass wir friedliche Führer brauchen, die den Weg zeigen und die Akzeptanz der Technologie. Und damit wir uns in die nächste Ebene begeben können. Also dann sagt er noch, dass die derzeitigen Weltführer Tiere sind. Also wie sie sich benehmen. Und dann sagt er, die Menschheit ist den Krieg und das Töten satt. Und dann sagt er, dass Präsident Xi und Putin gute Beispiele für Führer des Friedens sind. Und er sprach auch von weiteren friedlichen Führern, die in einigen westeuropäischen Ländern, das heißt, wir sind in Westeuropa, das heißt, später sagte er auch noch, in zwei westeuropäischen Ländern wäre es wohl schon eine gute, hätten die wohl schon eine gute friedliche Führung. Und dass also auch in Europa bessert. Und dazu gleich auch noch konkret mehr. Er sagt, wir haben noch lange nicht die kritische Masse der Bevölkerung erreicht. Und das ist wieder ein Hinweis darauf, das hat er öfter gesagt, dass wir viel mehr Menschen sein müssten. Also das ist zum Thema Überbevölkerung. Er sagte, 7 Milliarden sind viel zu wenig. Wenn wir erstmal ins All gehen, dann sind 7 Milliarden viel zu wenig. Und dann sagt er noch, wer bleibt zurück und kümmert sich um die alten Leute, wenn die ganzen Wissenden die Erde verlassen? Wer kümmert sich dann noch um die Zurückbleiben? Dann hat er noch auf eine Reaktion auf jemand anders gesagt, solange du glaubst, dass du viel tust, tust du gar nichts. Und er sagt so, und dann hat er ein weiteres Zitat, was das noch erklären soll. Er sagte, solange man sein Reichtum misst, solange ist man immer noch nicht reich genug. Also das heißt, dass diese reine Aktivität des Messens, wenn man sich selbst misst darin, was man bereits Gutes tut, dann sagt er dann, da tut man nichts Gutes. Und das erinnert mich an ein Zitat, ich weiß das nicht mehr Wort für Wort, von Jesus, wo er sagte, dass wenn man jetzt mal frei wiedergegeben, wenn man prahlt mit seinen guten Taten, dann ist die gute Wirkung bereits vertan. Das heißt auch nach dem Konzept von Karma beispielsweise, in dem Moment, wo man seine guten Taten rausposaunt, in dem Moment ist das gute Karma in Anführungsstrichen bereits wieder erloschen oder wieder zurückgekehrt. Und das ist hier auch nach dem gleichen Motto, dass man, wenn man wirklich Gutes tut, dann tut man es aus einer Selbstverständlichkeit heraus oder man tut es, weil es einfach das Richtige ist und nicht, um sich selbst auf die Schulter zu klopfen oder aus welchem Grund auch immer. Dann sagt er, dass er nur 2 Stunden am Tag schläft
Er sagt auch noch, er weiß gar nicht, wo er die Energie überhaupt hat. Manchmal weiß er gar nicht, ob er wach ist oder ob er schläft, also ob er wach ist oder träumt. Und das Beispiel hat man über die Jahre schon öfter gehört. Und Carolina, seine Frau, hat das also auch bestätigt, dass er kommt ins Bett und ein, zwei Stunden später steht er schon wieder auf. Also er geht um 3 ins Bett und um 5 Uhr ist er schon wieder am Arbeiten oder sowas. Also, und das scheint gängig so zu sein, dass er wirklich nur so um die 2 Stunden schläft. Dann sprach Herr Cash interessanterweise, soweit ich weiß, das erste Mal, dass er das so erwähnt hat, von diesen sogenannten Black-Budget-Projekten, das heißt diese schwarzen, wie nennt man das, die schwarzen Gelder, das heißt die Gelder, die von Regierungsebene, aber auch von anderen Ebenen, wie die Energieindustrie, Pharmaindustrie und so weiter, also große Industrien, Banken, in Projekte fließen, die nicht dokumentiert sind. Deswegen werden die schwarzes Black Budget genannt. Und da sagt er, da gibt es verschiedene Tiefen oder Ebenen. Also es gibt schwarze und noch schwarzere und noch schwarzere und noch schwarzere. Also ganz tief geheime Projekte, die so geheim sind, dass das nicht einmal dokumentiert ist, wie die finanziert werden oder woher das Geld kommt. Und auch auf Regierungsebene gehen die Gelder an irgendwelche bestimmten Projekte, aber landen eigentlich ganz woanders. Und dazu gibt es sogar ein offizielles Statement eines US-Präsidenten, dass da so und so viele Trillions waren das, glaube ich, also Milliarden, eine unvorstellbare große Summe an US-Staatsgeldern fehlen, einfach weg sind. Und also das ist ein bekanntes Problem. Aber es ist das erste Mal, dass er das so direkt angesprochen hat. Und er sagte auch, dass es dort Wissenschaftler gibt, die auf einer ganz anderen Dimension arbeiten und auf einer Ebene, für die Öffentlichkeit noch nicht bereit ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, diese ganze Zeit seid das Piepen, wenn jemand reinkommt hier in den Channel. Das scheinbar haben die von der Cash Foundation irgendwas umgestellt, sodass man das hier nicht mehr ausschalten kann. Ich habe den Haken aus und es piepst trotzdem. Ist ein bisschen nervig, aber gut. Ja. Ich habe nichts gehört. Okay, vielleicht nur, weil ich Host bin. Bei jedem, der hier reinkommt, klingelt das. Ja, ist nervig. Ja. Ja, wie gesagt, er sprach davon, dass das Wissenschaftler dort, und auch das, wie gesagt, das erste Mal, dass er so darauf eingeht, dass es diverse, sehr, sehr, sehr weit entwickelte Programme bereits gibt. Also, dass hier Wissenschaftler an Programmen arbeiten, die so weit entwickelt sind, dass die Öffentlichkeit dafür noch nicht bereit ist. Das sagt er sogar. Das wird ein großes Thema noch in der nahen Zukunft sein. Was es bereits alles längst gibt. Und dann sagt er auch, dass ein großer Wandel passiert, und da spricht er jetzt insbesondere von der muslimischen Welt, wo seit 1300, 1400 Jahren das ein altes Dogma über den Mond besteht, und das hat er ein paar Mal schon erwähnt, dass der Mond ist heilig, und das steht denen so ein bisschen im Weg, den arabischen Nationen, sagt er, die Weltraumagentur der arabischen Nationen. Und weil der Mond halt heilig ist, ist das etwas, was man halt nicht berührt. Also es ging so weit, dass Herr Cash sagte, dass das der Glaube besteht, dass die Amerikaner nur deswegen auf den Mond wollten, um den Islam zu ärgern oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken will. Da muss ein Umdenken stattfinden, damit die Welt gemeinsam fortkommen kann. Und das ist ein Beispiel. Es gibt sicherlich in vielen Kulturen ähnliche Beispiele, wo alte Dogmas, alte Glaubenssysteme einen Fortschritt behindern. Und ein Grund dafür, warum er sagt, dass die Öffentlichkeit noch nicht bereit dafür ist. Das ist im Übrigen etwas, was viele große Wissenschaftler in der Geschichte sagten, unter anderem Nikola Tesla. Da sagte auch, dass wir für die Erfindung noch nicht bereit sind. Und das vor über 100 Jahren. Dann sprach Herr Cash davon, dass die Finanz,
Finanzoberhaupt von Huawei, diese Handyfirma, eine der größten Handyproduzenten der Welt, in Kanada festgenommen wurde. Wie schon öfter berichtet, dass in Kanada, also Herr Kescher hat sogar öffentlich ausgesprochen, eine Warnung davor vor Wissenschaftlern, und hier in diesem Fall ist es jetzt keine Wissenschaftlerin, aber nicht durch Kanada zu reisen, weil das wohl eine gängige Methode ist, die dort festzunehmen, sogar umzubringen. Das ist auch, was man Herr Kesch angedroht hat. Und mit dem Grund wohl, dass man die festgenommen hat, dass die in ihrer Technologie 15 Jahre voraus sind, den Amerikanern 15 Jahre voraus sind. Und man nicht will, dass die dass diese Technologien veröffentlichen, bevor die Amerikaner es tun. Dann sprach er davon, dass die bereits im Einsatz, China im Einsatz, eine Technologie, die im Einsatz ist mit der Gesichtserkennung, dass die so erfolgreich ist in der Bekämpfung von Kriminalität. Er sagte, dass es inzwischen gang und gäbe in China. Er nannte das Beispiel Beijing. Dass wenn man dort, dass man dort innerhalb von 7 Minuten überall in der Stadt festgenommen werden kann, aufgrund von Gesichtserkennung, die überall ist. Das heißt, hat man gestern noch irgendwo Kiosk überfallen, will man nächsten Tag ins Einkaufen gehen oder ins Theater gehen oder was auch immer, es dauert 7 Minuten, dann wird man festgenommen. So fortschrittlich soll da die Gesichtserkennung sein und die entsprechenden, wie das tatsächlich im Einsatz ist. Und er sagte, dass es keinen Platz mehr für Kriminalität gibt. Also er hat das als durchaus positiv beschrieben. Und es ist ja so wie mit allen Dingen. Jede Technologie kann man fürs Gute, kann man es fürs Schlechte nutzen. Und wenn man es, solange man es fürs Gute nutzt, dann haben wir wenigstens was davon. Dann sagte er, dass die Technologie der Cash Foundation bald anerkannt und akzeptiert in ganz Europa sein wird, und zwar durch Regulierung der EU. Und sagte, dass er bereits ein Datum und eine Zeit dafür hat. Und er sprach davon, dass Mitglieder der Cash Foundation in naher Zukunft, er sprach hier von Wochen oder Monaten, mit den Weltführern zusammensitzen werden. Das heißt, als Berater oder in ähnlicher Funktion. Und dann sagt er, dass das 2019 das Jahr des Wandels für die Menschheit ist und die Akzeptanz der Technologie von offiziellen Stellen, von den Regierungsleitern der Welt, dass das also dieses Jahr passieren wird. Und dann sprach auch öfter davon, dass wir regieren nicht durch Angst, sondern durch bedingungsloses Teilen des Wissens. Und wenn man das und das hat er einen Zustand beschrieben, der weil das, was die Cash Foundation macht, ist halt einerseits ja eine Welt, eine Regierung, eine Rasse und so weiter. Und trotzdem wird auf Regierungsebene mit Regierung zusammengearbeitet. Und das ist in dem Sinne kein Widerspruch, weil wenn wir mal ein Beispiel sehen, wir haben in so gut wie jedem Land, in Deutschland haben wir Bundesländer. Das heißt, nur weil es zwei verschiedene Bundesländer gibt, die zum Teil auch unterschiedlich regiert werden, wo es zum Teil unterschiedliche Gesetze und Regulierungen gibt, und trotzdem gibt es keine Grenzen. Und das ist genau das Gleiche wie in den USA, da gibt es die Staaten. Und auch hier haben die Staaten keine Grenzen. Und so kann das weltweit auch passieren, dass gewisse Regulierungen oder Abkommen oder Entwicklungen auf globaler Ebene passieren, wo es eben keine Länder, keine Grenzen mehr gibt in dem Sinne, aber diverse organisatorische Dinge lokal immer noch von lokalen Regierungen eben durchgeführt werden. Wie in dem Beispiel, so wenn man sich das vorstellt, dass jetzt dass die ganze Welt das Land ist und die ganzen Länder eher die Bundesländer oder ähnliches. Dann sagt er, dass eins der größten Verträge durch die Cash Foundation Technologie unterschrieben wurde vor ein paar Wochen in Europa.
Also auch das wieder ein Hinweis darauf, dass es hier von offizieller Stelle in Europa, in der EU, sagte er vorher auch, bereits besiegelt ist, wenn man so will, also bereits unterschrieben. Er spricht ja hier von der Vergangenheit. Und dann sagt er auch interessant hier, dass das alles unter dem Titel der Keshe Foundation Technologie. Das heißt nicht irgendwie, dass die Technologie angenommen wird und ganz anderer Titel oder ganz anderer Name oder ganz andere Herkunft draufsteht, sondern dass das tatsächlich offiziell die Keshe Foundation quasi da mit dabei ist oder da draufsteht oder wie auch immer das dann organisiert wird. Dann sagt er, dass wir durch die harte Vergangenheit und das ja die harte Arbeit der Seelen innerhalb der Keshe Foundation, wir so weit gekommen sind, dass wir heute an einem Punkt sind, wo er geglaubt hätte, wo wir erst in 10 bis 20 Jahren sein werden. Also es hört sich alles sehr positiv an, dass wir sehr, sehr viel weiter sind in der aktuellen Entwicklung, als er das vorher gedacht hätte. Und dann sagt er auch noch, dass die Wissenschaftler aus Belgien international blockiert werden und bis deren Regierung die Problematik dort, und da geht es jetzt insbesondere darum, Patente zu stehlen und Wissenschaftler umzubringen und so weiter, was da in Belgien wohl seit langer Zeit so läuft. Und solange die belgische Regierung das nicht im Griff hat, solange wird Belgien international blockiert werden und kein belgischer Wissenschaftler wird irgendwo an einer internationalen Konferenz teilnehmen. Dann sagt er, dass die neue Generation der Keshe Foundation, also der Leute, die Keshe Foundation folgen, in den letzten, insbesondere 6 Monaten, was Millionen sind, dass die nicht mehr an dem interessiert ist, was am Anfang gezeigt wurde, wie Guns produzieren und ähnliche Dinge spulen, sondern dass sie hier sind, um ihre Seele zu erheben. Und hier sagt er auch interessanterweise, dass es beinhaltet auch religiöse Leute, inklusive den Vatikan. Er sagte, dass der Vatikan bereits dabei ist, die Lehren der Keshe Foundation über die Seele mit in deren Lehren zu integrieren. Also das ist schon mal ein krasses Statement. Also er sprach hier wie gesagt, den neueren Leuten, dass die hauptsächlich kommen wegen dem, was über die Seele gelehrt wird und insbesondere hier auch, sag ich mal, offizielle von Religion dabei sind. Und dann sagt er, was wir bereits haben, ist spezielle Schulung für Ärzte und für Landwirtschaft. So ist das nächste, was jetzt kommt, eine spezielle Schulung für Elite-Wissenschaftler, also Top-Wissenschaftler. Er sprach davon, dass die Keshe Foundation sucht nach Plasma-Physikern und Quantenphysikern. Sie werden von Herrn Keshe persönlich trainiert. Und er sagt, sie haben bereits eine Gruppe von 350 in den kommenden Wochen, von 350 Wissenschaftlern, also die aus der, sag ich mal, Mainstream-Wissenschaft kommen und die jetzt trainiert werden oder umgeschult werden auf die Plasmaphysik. Und das ist immer noch klein. 350 hört sich für mich erstmal viel an, aber er sprach davon, also im Iran haben sie dieses Programm bereits gestartet mit iranischen Physikern und er sagt, es wird eine Einrichtung aufgestellt, wo 2000 Wissenschaftler dort zusammenarbeiten werden. Also 2000 Physiker. Kontaktieren kann man die Keshe Foundation diesbezüglich über administration@keshefoundation.org. Also wer da Interesse hat oder Kontakte hat zu Plasmaphysikern oder Quantenphysikern, dann können die sich gerne dort melden. Dann wurde Herr Keshe gefragt, wie er das verhindert, dass die religiösen Führer ihm sozusagen eine Krone aufsetzen und ihn dann zu dem Messias ernennen, der gekommen, um uns zu befreien und dementsprechend dann, je nachdem, welche Religion das tut oder ob das mehrere Religionen tun würden,
ihn dann nutzen, um ihre eigene Religion zu retten. Und dann sagt er dazu, es geht nicht ums Retten, es geht ums Erheben. Und er sagte, er ist nicht der Messias, sondern wir alle sind es, die es tun. Also mit dem, was wir alle zusammen tun und geleistet haben. Das ist das, was diese Erhebung bringt. Und diesbezüglich auch ein Beispiel, was ich interessant finde in diesem Zusammenhang, dass wie man, welche verschiedenen Perspektiven man da haben kann. Denn nur weil man jetzt einer Religion angehört, heißt das nicht, dass man nicht aus dieser Perspektive heraus genauso sich erheben kann wie aus jeder anderen Perspektive. Und wie gesagt, ein Beispiel ist dafür, dass aus dem mehr religiösen Begriff eine Bezeichnung, zum Beispiel Engel, wenn man von Engeln spricht, das hat mehr einen religiösen Hintergrund. Und wenn man vielleicht einen mehr wissenschaftlichen Begriff nimmt, würde man vielleicht von außerirdischen oder interdimensionalen Lebewesen oder Wesen aus einer höheren Dichte oder aus einer höheren Dimension oder was auch immer sprechen. Und das sind, so können zwei völlig unterschiedliche Gruppen, es könnte eine religiöse Gruppe, würde das als ein Ereignis Gottes sehen und dass die Engel kommen, die Abgesandten Gottes und die andere Gruppe würde das sehen als Außerirdische von einer anderen Dimension oder von einem anderen Planeten landen hier oder was auch immer. Und wenn man das mal sieht, das sind zwei völlig unterschiedliche Perspektiven, ein und dasselbe Ereignis zu beschreiben. Und es gibt viele Ereignisse in der Geschichte, die ähnliche Dinge beschreiben. Und letztendlich, wer sagt, dass die eine oder die andere Gruppe recht hat? Vielleicht haben sie beide genau recht. Vielleicht beschreiben sie beide genau das Gleiche aus einfach nur einer anderen Perspektive. Und wenn man das mal so sieht, ist, wenn das Bewusstsein erhoben wird, so wie Herr Kescher davon spricht, dann ändert sich die Perspektive zu dem, was man an seinem Glauben hat, automatisch. Das heißt, sie erweitert sich. Und das heißt, man versteht das, was man durch seine Religion gelernt hat oder durch die Wissenschaft oder auch welche Perspektive auch immer man da hervorgeht, versteht man das auf einmal aus einer anderen, auf einer anderen Ebene. Und das heißt, beide Wege sind möglich, um ans Ziel zu kommen. Es muss nicht es mag sein, dass das irgendwann dazu führt, dass es so eine institutionelle Religion, wie wir sie heute haben, vielleicht so nicht mehr gibt. Weil, wie Herr Kesch immer sagt, es gibt keine Moscheen und Kirchen im Universum. Aber das heißt nicht, dass man nicht trotzdem aus einer religiösen Perspektive heraus sich dorthin entwickeln kann. Es sind lediglich zwei unterschiedliche Richtungen, die sich an einem bestimmten Punkt treffen werden. Und das ist das, wie ich das hier verstehe, wenn davon gesprochen wird, dass hier insbesondere jetzt auch religiöse Führer sich das Wissen annehmen. Und dann gibt es hier auch ein offizielles Statement vom Vatikan, wo sie sagen, die Außerirdischen sind unsere Brüder. Also auch das ist schon mal seltsame Dinge, die da gesagt werden. Oder es gibt mehrere solche Beispiele. Dann ist hier etwas, das ist ein bisschen komplizierter, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen was zu malen. Also Herr Kesch wurde gefragt, ob wenn die sogenannte zentrale Linie des Universums, was sozusagen das Urfeld, aus dem alles hervorgeht, ist. Wenn diese zentrale Linie, jetzt sage ich mal, das ist jemand, der gerne mit Zahlen arbeitet, sagte er, und er möchte das gerne mathematisch sich selbst erklären und mit seiner Logik verfolgen. Und er sagt jetzt, wenn man jetzt von einem Beispiel ausgeht, dass jetzt dieses Zentralfeld, das Urfeld des Universums, was man vielleicht auch das Nullpunktfeld nennen kann, sagen wir eine Stärke von 1000 hat, und dann wollte er wissen, wie steht jetzt im Verhältnis dazu jetzt die Erde, die Galaxie, die Sonne und so weiter. Und hier war eine wichtige Beschreibung, die hier Cash daraus gemacht hat. Also gehen wir mal davon aus, dass die 1000 ist jetzt, sagen wir, die Feldstärke des Universums. Und sagen wir mal als Beispiel, 500 ist die Feldstärke der Galaxie und zum Beispiel 250 die Feldstärke unserer Sonne.
und 100 die Feldstärke der Erde. Das ist mal nur als Beispiel genommen. So hat er sich das wohl vorgestellt. Herr Kesch hat hier gesagt, hier ist ein Denkfehler, weil die Art, wie das ist, also dass alles ineinander genestet ist, also ineinander verschachtelt, wenn man so will, alle diese Bereiche, das gesamte Universum hat die Stärke von 1000. Und das ist genau das, das ist wichtig zu verstehen, weil das im Physischen als auch im Geistigen so ist, weil wenn wir hier die Spirale der Seele beschreiben, dann ist es genau das, was hier beschrieben wird. Diese ist es die Frage, also alles hat das gleiche Feld, alles geht im gleichen Feld hervor, aber jedes manifestiert sich auf einer anderen Ebene. Das heißt, in dem Fall, die Erde enthält auch die Stärke 1000, aber sie manifestiert sich auf der Feldstärke 100 zum Beispiel. Und das ist deswegen wichtig, dass alles im Universum diese 1000 hat, weil alles aus dem Gleichen hervorgeht. Und er sagte auch, dass wenn etwas nicht diese 1000 hätte, dann wäre es gar nicht in diesem Universum. Das heißt, alles, was in diesem Universum existieren muss oder will, muss diese Stärke von 1000 haben. Also muss die Stärke des Universums haben in sich. Und das ist genau das, was wir hier, wenn wir jetzt hier diese Spirale des hier der Seele beispielsweise, oder da kann man jedes Plasma als Beispiel nehmen. Da haben wir hier nämlich genau den gleichen Punkt. Angenommen, wir manifestieren uns jetzt hier und angenommen, wir haben jetzt hier eine Stärke von 50. Um hier einfach mal diesen Zahlen beizubleiben, sagen wir, der Mensch hier ist 50. Das ist in dem Fall an dem Punkt, an dem wir uns manifestieren, an dem wir uns sozusagen ausdrücken. Das ist, aber das ändert nichts daran, dass nicht auch wir die 1000 sind, die hier in der Mitte ist. Alles im Universum, jede Zelle, jedes Plasma, jede Seele hat die Stärke des Universums. Und da kommen wir nämlich wieder zu diesem System des Fraktals oder des holographischen Systems, wo alles aus allem gemacht ist. Das heißt, im kleinsten Teilchen ist das gesamte Universum drin. Weil wenn wir das mal so sehen, dass an dieser, sagen wir mal, wir haben hier ein Wasserstoffatom. Also sagen wir, das hier ist ein Wasserstoffatom und das ist jetzt aus einer Plasmaperspektive eines Wasserstoffatoms. Und dieses Wasserstoffatom hat im Zentrum seiner Plasmaspirale das Nullpunktfeld, das Feld des Universums, die 1000. Und jedes andere Wasserstoffatom und jedes andere, egal was Atom, egal welches Element ist, egal welches Molekül, egal welche Zelle, egal welches Organ, egal welches Lebewesen, alles in seinem Zentrum den Nullpunkt hat und dieser Nullpunkt ist der Punkt, aus dem alles hervorgeht, dann steckt das gesamte Universum in jedem kleinsten Teilchen. Das heißt, in jedem beliebigen Wasserstoffatom ist das gesamte Universum enthalten. Und das ist das, was hiermit erklärt ist. Und das ist genau der Grund, warum wir ins Außen reisen können. Wir können jetzt physisch von außen zum anderen Stern fliegen, zu einer anderen Galaxie. Und wir können auch im Innern reisen, diesen Weg hier. Ohne uns überhaupt körperlich zu bewegen. Auf höheren Ebenen der Wahrnehmung der Seele. Weil die Seele ist dieses Gesamte. Das ist die Frage, wie gesagt, als was wir uns gerade ausdrücken. Und wir sind jetzt gerade vielleicht die 50. Aber das heißt nicht, dass wir nicht die 1000 in uns beinhalten. Und er sagte hier noch ein weiteres Beispiel ist, dass wenn wir mit von Kupfer sprechen, dann Kupfer hat eine atomare Masse von 64 und Wasserstoff hat eine atomare Masse von 1. Und, aber beide haben in ihrem Zentrum die Kraft der 1000. Also es ist also lediglich an einem anderen Punkt, wo sie sich manifestieren. Das heißt, das eine manifestiert sich vielleicht hier, das andere manifestiert sich hier. Aber beides hat die gleiche Plasmaspirale in sich. Ja, das war jetzt hier das Beispiel mit den Zahlen.
Möglicherweise ist das, wäre das korrekter, wenn man schon mit Zahlen arbeitet, wenn wir das eigentlich genau andersrum machen. Das heißt, dass wir an diesem zentralen Punkt von 0 ausgehen. Das ist der Punkt, wo die Feldstärke 0 ist. Und alles, was diesem Punkt entweicht, alles, was von dem abstammt, ist eine Verzerrung des Original, wenn man so will. Ist eine Weiterraffinierung oder Verzerrung oder Unterteilung des Original. Und in dem Moment müsste es eigentlich genau andersrum sein. Das ist die 0 und das ist die 1000. Und je höher die Zahl ist, desto weiter ist man sozusagen raffiniert oder verfeinert, aber dementsprechend auch vom Original, wenn man so will, vom Ursprung unterschieden. Unterteilt, immer weiter unterteilt. Das eine geht vom anderen aus. Aber das ist, ja, wie gesagt, lediglich eine Art, hier mit Zahlen zu arbeiten. Und dann sprach er von der Entstehung der Erde oder wie generell das passiert. Und hier können wir mal, wenn wir jetzt Beispiel sagen, hier ist die Sonne. Und ein freies Plasma entsteht immer dann, wenn sich Felder genug aufbauen. Und das ist genau der Prozess, den wir in unseren Reaktoren haben. Wenn sich Felder so weit aufbauen, dass sich eine dynamische Entität daraus entsteht, die sich selbst in der Lage ist, wieder zu versorgen. Das heißt, es wird eine Vielzahl von Feldern sammelt sich so weit, bis hier eine Eigendynamik entsteht und hier dann etwas entsteht, das sich selbst magnetische und gravitative Kräfte hat, die sich selbst wieder ernähren können und in Interaktion mit anderen Feldern stehen können. Und hier in diesem Fall ist der erste Punkt getroffen, wenn hier, genau wie in unseren Reaktoren, und wichtig ist auch, dass der Platz gegeben ist. Das heißt, ein Plasma kann sich immer dort ausdehnen, wo der Platz im Universum gegeben ist. Ansonsten, wenn hier andere Felder ganz dicht sind, dann kann es sein, dass es hier einfach kein Platz ist, damit sich hier ein neues Plasma bildet. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass die Bedingungen hier vorhanden sind, dass sich hier bereits Felder sammeln und hier etwas entsteht, was dann, wenn man so will, beseelt werden kann oder eine eigene Entität entsteht, ein eigenes freies Plasma entsteht, was dann sozusagen die Saat der Erde ist. Und das ist alles noch nicht physisch. Das ist lediglich an dem Punkt ein freies Plasma, das die Saat dessen ist, was wir im weiteren Verlauf dann als die Erde bezeichnen. Und was jetzt hier passiert ist, dass dieses freie Plasma, was sich hier dann an einem bestimmten Punkt natürlich dann, wo die Gegebenheiten stimmen, passiert. Und wie gesagt, das alles passiert genau genommen innerhalb der Sonne, weil die Sonne ist tatsächlich viel größer. Die Erde ist in der Sonne und nicht außerhalb der Sonne. Das heißt, das Plasma der Sonne ist wesentlich größer. Aber das ist jetzt einfach nur mir hier gezeigt, so wie wir das jetzt bildlich kennen. Was jetzt hier passiert, ist, dass jetzt hier eine Interaktion dieser Seele, wenn man so will, des freien Plasmas mit der Sonne passiert. Und hier kommt jetzt an einem bestimmten Punkt eine Balance. Das heißt, dieser mittlere Punkt, wo die beiden Felder in Balance kommen, die Balance der Interaktion. Und Field Gap, also der Abstand zwischen zwei Feldern, wo sie sich gegenseitig ausgrenzen wo der Nullpunkt ist zwischen diesen beiden Feldern. Und letzte Woche habe ich das schon erklärt, dass so eine Vielzahl von weiteren Interaktionen passiert. Wenn erstmal zwei Plasmas miteinander interagieren, dann kann diese Interaktion, die daraus entsteht, wiederum mit den anderen Feldern interagieren. Das heißt, hier um das noch mal ganz kurz zu veranschaulichen, dieser Punkt kann jetzt auch mit diesem interagieren, weil in diesem Moment, was ich hier als rosa gezeichnet habe, der Mittelpunkt der Interaktion hat jetzt seine eigene Feldstärke. Das heißt, die Erde kann jetzt mit dieser Feldstärke interagieren, genauso wie die Sonne jetzt mit dieser Feldstärke interagieren kann. Und daraus ergeben sich wieder weitere Unterpunkte, wie zum Beispiel dieser Punkt und dieser Punkt. Aber hier nochmal ein Stück zurück.
Was jetzt hier passiert, ist, dass wenn wir im Materiefeldspektrum der Erde, das heißt, sagen wir, hier ist ein bestimmter Feldspektrum, das wir dem Materiefeldspektrum zuordnen würden, dass diese Interaktion hier, na, das ist nicht so gut geworden, dass diese Interaktion vom Materiespektrum zum Balancefeld zu dem führt, was wir die Erdoberfläche nennen. Das heißt, das ist hier die Erdoberfläche und das ist dann der Beginn dessen, was wir als Erde, als physisches Objekt sozusagen sehen würden. Dann sagt er noch, solange die gravitativen Felder Stand halten und die magnetischen Felder sich weiter ausdehnen, was hier jetzt passiert, ist, dass jetzt zusätzlich noch die Atmosphäre entsteht. Also das heißt, hier haben wir unterschiedliche Stadien der Entwicklung eines Planeten und genauso können wir es auch beobachten, wenn man Planeten anguckt, die noch nicht so weit in Entwicklung sind, wo unterschiedliche Phasen der Entwicklung ist, wo in einer Vorstufe, wo die Planeten eben noch keine Atmosphäre haben. Und das ist jetzt ein Beispiel, wie verschiedene Schichten ist. Wir haben noch weitere, wenn man hier nochmal kurz zurückgeht. Wir haben einerseits dem, was Herr Cash den Caroline Core nennt. Das heißt, das absolute Zentrum in der Erde, was ein freies Plasma ist. Das heißt, da ist keine Materie. Dann haben wir den sogenannten Erdkern, den massiven Erdkern. Dann haben wir die Magmaschicht. Dann haben wir das, was wir die Kruste nennen, die zwischen der Magmaschicht und der Erdoberfläche. Das ist jetzt die Erdoberfläche, wo wir kleinen Männchen rumlaufen. Und dann haben wir die Atmosphäre. Und dann haben wir die Magnetosphäre. Und das ist dann schon mehr oder weniger das, was innerhalb des physischen Spektrums ist, das Feld, das Plasma der Erde darüber hinaus reicht bis ans Ende des Universums. Also die eigentliche Feldstärke, das ist das, was jetzt für uns das Relevante ist, was sich sozusagen die Manifestation dessen, was für uns das physische Spektrum ist, ist das hier. Aber die Ausdehnung der Felder geht bis ans Ende des Universums. Also alle Felder sind in allen Feldern. Weil alle plasmatischen Felder unendlich groß sind. Oder genau genommen nicht dimensional sind und deswegen unendlich groß sind. Dann ist Herr Cash gefragt worden bezüglich einer Erklärung. Und zwar war da eine Videoanimation, die wo das so empfunden wurde, dass da was falsch ist. Und das zeige ich am besten hier auch einmal. Kleinen Moment. Okay, mal gucken. Dieses Video, ich hoffe, das kennt ihr alle. Und zwar hier ist davon ausgegangen worden, dass hier ein Fehler in der Animation ist und Herr Cash wurde gebeten, das zu klären. Und Herr Cash sagte aber hier, dass das korrekt so ist, dass es nur eine Frage ist, aus welcher Perspektive man das jetzt betrachtet.
Aber dass das richtig ist, so wie es im Video gezeigt wurde. Auch einen wichtigen Hinweis, den er heute wieder gegeben hat, dass das, was magnetisch ist für den einen, ist gravitativ für den anderen. Das heißt, es ist immer die Frage der Perspektive, was magnetisch und was gravitativ ist. Das kann nicht oft genug gesagt werden. Und hier sehen wir jetzt auch verschiedene Schichten, wo die mal als blau und mal als rot gezeigt werden. Und je nachdem, von welcher Perspektive man das beschreibt, sind die einen magnetisch und die anderen gravitativ. Was man hier auch sieht, ist, dass hier an manchen Stellen, mal gucken, ob man den richtigen Moment findet. Na, an manchen Stellen konnte man sehen, dass die Pfeile, ja, hier kann man es sehen, hier sind die Pfeile, obwohl das hier als jetzt gravitativ gezeigt wird, die Pfeile in unterschiedliche Richtungen sich drehen und das, was hier darüber als dann magnetisch gezeigt wird, sich trotzdem, obwohl das eine ist gravitativ, das andere magnetisch, trotzdem bewegen sich die ersten magnetischen hier in die gleiche Richtung wie das Gravitative. Und das hat er gesagt, dass es also dass das so korrekt ist. Und zwar ist das auch damit zu erklären, ähnlich wie das, was ich eben aufgezeichnet habe. Mal gucken, ob ich das hier nochmal draufklatschen kann. Das heißt, wenn wir hier zwei Schichten haben, dass die Interaktion dieser beiden Schichten zu einer weiteren Schicht führt. Alleine das ist es schon. Und diese Zwischenschicht, das heißt, es kann sein, und diese Zwischenschicht, die jetzt gibt es weitere Interaktionen, die natürlich dann hier wieder zu weiteren Schichten führen und so weiter. Die Unterteilung geht dann immer weiter. Was jetzt hier aber der Fall ist, dass wenn wir das hier oben jetzt als das Magnetische haben, dass diese zwischen der magnetischen und dem gravitativen, also das, was hier als das Rote gezeigt wurde, auch eine Interaktion stattfindet, die, wenn man so will, eine Zwischenstufe zwischen diesen beiden darstellt. Und so genau wie jetzt hier gezeigt, dass sich zwischen jedem Feldinteraktion weitere Feldinteraktionen zeigen. Und dass, wie gesagt, die Perspektive, ob was gravitativ ist und was magnetisch ist, ist eine andere. Würde man hier von hier drinnen gucken, dann würde man sagen, dass es das, was jetzt hier als das Rote gezeichnet ist, ist magnetisch. Würde man das von hier draußen betrachten, würde man wahrscheinlich sagen, das ist gravitativ. Man könnte hier auch als Beispiel sprechen von Größenordnung. Das heißt, sagen wir, wir haben hier einen kleinen Ball, wir haben einen mittleren Ball, wir haben einen großen Ball. Dieser mittlere würde sagen, der hier rechts von mir ist größer als ich und der links von mir ist kleiner als ich. Aber der hier würde sagen, alle, die hier links von mir sind, sind kleiner als ich. Und dieser Kleine hier, der würde sagen, alle, die hier rechts von mir sind, sind größer als ich. Das heißt, es ist immer die Frage der Perspektive, wer davon sind wir denn? Und wenn wir nicht wissen, welche Perspektive wir hier beschreiben, dann können wir auch nicht sagen, was magnetisch oder gravitativ ist. Wir können höchstens sagen, dass zwischen zwei verschiedenen Plasmas, wenn wir diese beiden als Beispiel nehmen, dann können wir sagen, bei diesen beiden ist das eine magnetisch und das andere gravitativ. Wenn wir ein konkretes Beispiel von zwei Plasmas haben. Und dann hätte ich auch noch das Beispiel wieder genannt, der Banane. Wenn man die Banane pellt, die Banane ist das Gravitative und die Banane bleibt immer die Banane. Das ist immer das Gravitative. Aber je nachdem, wie man wie man die Schale pellt, zeigt sich eine unterschiedliche magnetische Stärke. Und in diesem Fall, da sagt er, hat er die Beispiele auch genannt, die Schale kann unterschiedliche Farben haben. Die kann auch grün sein, die kann gelb sein und sie kann gepult sein oder nicht gepult sein. Und das sind die Ausprägungen des Magnetischen in dem Sinne. Und das ist genau die Regulierung, die man auch machen würde, wenn man jetzt ein Raumschiff fliegt. Dass man das Magnetische so reguliert, dass es mal mehr oder mal weniger ist, je nachdem, was man braucht.
Und dann sagte er, dass die Seele kann die Seele des Körperlichkeit, also die Seele des Menschen, kann die Seele der Körperlichkeit in einem Atom mit sich tragen, und zwar in plasmatischer Form. Das heißt, das ist die Seele packt den Körper quasi so ein. Ich mache das hier mal wieder weg. So, was jetzt hier die Seele macht, ist, die packt den ganzen Körper ein und macht sie zu einem Atom. Also das ist in plasmatischer Feldstärke. Und das ist ja eine wichtige Unterscheidung, weil in der plasmatischen Feld, im Plasma haben wir kein Neutron, Proton, Elektron oder Moleküle und all diesen ganzen atomaren und subatomaren Teilchen, sondern es ist ein Plasma. Und dieses eine Plasma kann aus vielen Elementen bestehen. Und so würde die Seele den Körper umhüllen und würde es als quasi ein Atom behandeln. Und wenn dieser Atom sozusagen wieder freigelassen wird, dann passt es sich den Bedingungen der Umgebung an. Das heißt, das ist genau das, wenn wir jetzt hier die Seele reist jetzt hier zum Mars oder was auch immer und würde dann wieder den dieses den Körper quasi den Körper die Seele der Körper des Körpers wieder auspacken, dann wäre der Körper den dortigen Bedingungen entsprechend angepasst. Und kommt man wieder auf die Erde zurück, ist man wieder der Mensch, wie man es vorher kannte. Und dann sagt er dazu, dass Buddha war der Einzige, der das verstanden hat, aber auch nur oberflächlich. Also war der Einzige, der das oberflächlich verstanden hat. Und dann sagt er, Buddhas Arbeit war die Erlösung durch die Arbeit mit der Seele. Also er hat auch gesagt, dass das ist das, was Buddha gemacht hat. Er hat mit der Seele gearbeitet. Und er sagt, deswegen können viele buddhistische Mönche einen Zustand der Erleuchtung erreichen, was man in anderen Religionen nicht sieht. Das hat er auch noch als Beispiel gesagt. Weil in anderen Religionen arbeitet man an, mit Angst. Und hier sprach er jetzt von den Lehren Buddhas als die Lehren der Seele. Und dann sagt er auch noch, das ist kein Märchen, sondern die haben es wirklich verstanden. Und davon gibt es auch unzählige Hunderte, wenn nicht tausende Beispiele für Erleuchtungsprozesse bei Mönchen oder ähnlichen, wie soll man sagen, religiösen Figuren vielleicht. Dann sprach Herr Cash von. Das, wie in den letzten Wochen gesprochen wurde, vom Loslösen der Körperlichkeit. Und er sagte, ein großes, wenn man so will, Hindernis oder Problem, darin stellt die eigene Familie dar. Das heißt, wenn man selbst eine gewisse Entwicklung gemacht hat, man will die Familie nicht zurücklassen. Und er sagte, was jetzt der Fall ist, und da hat er einige Beispiele für genannt, aus seiner Umgebung und auch aus der Cash Foundation, das, wo wir vorher noch Knowledge Seeker auf individueller Ebene hatten, sprechen wir jetzt von Gruppen. Also das heißt, es sind ganze Familien involviert. Das heißt, es geht nicht mehr um die Erhebung von einem selbst, sondern die ganze Familie, die Lebenspartner, die Familie, die was auch immer, die gehen alle mit. Und das sieht er immer mehr. Und er sagt, das wird so weit sich ausbreiten, dass irgendwann ganze Gemeinschaften, ganze Siedlungen, ganze, und dass das auf immer größerer Ebene die Menschen den Schritt zusammengehen. Und das erreicht halt diesen Ketteneffekt oder diesen hundertsten Affeneffekt, dass das irgendwann die kritische Masse erreicht hat und das auf die ganze Menschheit überschlägt. Das ist auch ein super Gebiet, wo es auch viele Hinweise darauf gibt. Wenn man mal beispielsweise Sportathleten
anguckt, dass das früher eine gewisse Geschwindigkeit, die man auf 100 Meter oder was auch immer laufen konnte, galt als das Maximum, was der Mensch physisch in der Lage ist zu laufen. Das hat man gesagt, das schneller als das kann der Mensch nicht laufen. Und dann eine gewisse Zeit später hat jemand diesen Rekord um eine Sekunde gebrochen. Und dann nicht viel länger als das wurde dieser Rekord wieder gebrochen und wieder gebrochen und wieder gebrochen. So weit, dass es irgendwann normale Sportschüler mit Einfachkeit geschafft haben, das zu brechen, was vorher als das ultimative Limit galt. Das heißt mit anderen Worten, was ein Mensch einmal gelernt hat, fällt allen anderen Menschen leichter. Und haben 1000 Menschen das gelernt, fällt das allen anderen Menschen umso leichter. Bis zu einem Punkt, wenn es 1 Million Menschen gelernt haben, und das ist jetzt nur ein Beispiel an Zahlen, dass es denn einem Menschen wie ein Kinderspiel vorkommt. Es ist, irgendwann kann es intuitiv jeder, es ist leicht, es ist so, als wenn man es immer konnte. Man kann gar nicht mehr verstehen, warum die das früher nicht konnten. Also das ist ein Beispiel dieses 100. Affen-Effekts, den man überall in der Tierwelt, aber auch bei den Menschen erkennen kann. Und da kommen wir darauf hinzu, dass diese kritische Masse erreicht wird, wo das dann vom Individuum, was wir jetzt schon sehen, auf Familien oder kleineren Gruppen, auf ganzen Gemeinschaften oder Siedlungen umschlägt bis auf globale Ebene. Und das würde dann gleichzeitig das Problem nehmen an der Anhaftung der Körperlichkeit, weil wir die dann nicht mehr haben, weil wir dann unsere Familie mit uns nehmen. Oder wem auch immer uns nahe liegt und uns lieb ist, den wir nicht zurücklassen wollen. Ja, dann hat der Cash hier noch ein bisschen was Tragisches erzählt. War nicht schön anzuhören. Und zwar hat er ein bisschen erzählt noch von der, was da in Belgien lief. Er hat einen Anruf wohl mal von Caroline bekommen, von Carolina, die wohl aufgesucht wurde von 7 Männern, die sie verprügelt haben. Und er das am Telefon mit anhören müssen. Und er sagte sogar, dass deren 6-jähriger Sohn wurde vergiftet, hat man versucht umzubringen. Herr Cash wurde mehrmals vergiftet. Herr Caroline wurde vergiftet. Er sagte sogar, er hat sie 2-mal sterben sehen müssen. Was alles da und aufgrund dessen, was da zuletzt passiert war, dass Caroline da verprügelt wurde, daraufhin haben sie dann Belgien verlassen und sind dann nach Italien. Und sind auch dann auch noch verfolgt worden. Und das war also Teil der Geschichte, was da vorher ablief in Belgien. Und das war auch eine direkte Drohung des Königs, dem Cash gegenüber ausgesprochen wurde. Weil Herr Cash nicht bereit war, die Technologie zu überlassen. Und ja. Ja, das letzte war jetzt noch, dass die Plasma Times gezeigt wurde und wie immer verweise ich da auf die Zukunft, wenn wir das hier auf Deutsch haben. Es war die 10. Ausgabe für den April 2019 und nur so weit kurz erwähnt, das waren 3 Artikel, 3 unterschiedliche Artikel in der aktuellen Plasma Times, wo es um das Kohlenstoff 14 geht, in unterschiedlichen Aspekten. Also das ist ein wichtiges Thema. Und dann ist auch noch erwähnt worden, dass weitere Hosts, also sprich Gastgeber hier auf Zoom innerhalb der Cash Foundation gesucht werden. Wenn also da mal jemand Zeit ist, also das richtet sich wohl besonders an die Studenten, die sowieso also schon Teil der KFSSI sind. Wer da Zeit hat, eine Stunde die Woche oder was auch immer helfen zu können, dann bitte melden. Ich denke mal, das ist education@spaceshipinstitute.org oder kfssi.org. Und ja, das war es mit meiner Zusammenfassung. Gibt es dazu noch irgendwelche Ergänzungen oder dann Fragen auch anschließend? Hallo, ich habe jetzt noch eine Frage. Gibt es inzwischen eigentlich, oder wo ist denn die Cash Foundation jetzt eigentlich niedergelassen? Barbara, bitte immer gerade bei dir ist das Problem immer Feedback mit deinem Mikro, also bitte immer das Mikrofon wieder ausschalten. Die
Cash Foundation ist nach wie vor in Italien, aber wo jetzt offizieller Sitz, also es kann ich gar nicht genau sagen, also ich weiß es nicht. Die haben verschiedene zentrale Punkte. Herr Cash hat öfter darauf hingewiesen, dass ein zentraler Sitz der Cash Foundation in China ist. Wiederum die angemeldete Firma Stichting Cash Foundation ist in Holland, soweit ich weiß, immer noch. Also das ist, wo die Firma ursprünglich angemeldet wurde, oder das Unternehmen. Und ansonsten wüsste ich da jetzt nichts Neues, wo jetzt Herr Cash hatte vor ein paar Wochen erwähnt, dass der Sitz verlagert wird, dass sie bald einen neuen Sitz haben. Das hat er noch nicht genannt. Er sagt, das wird in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Aber mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Also es wird immer noch viel aus Italien herausgemacht, so wie ich das mitbekomme. Ja, danke. Hallo, hier ist Sonja. Ja, ich wollte nur sagen, ich finde es schön, dass Herr Kesche gesagt hat, dass wir heute schon 10 bis 20 Jahre weiter sind, als Herr Kesche gedacht hat. Das ist ja sehr gut, also für mich jetzt, weil es die ganze Zeit ja hieß, dass wir so hinterher sind und es noch nicht verstanden haben. Aber dann geht es ja jetzt aufwärts. Ja, und das ist wohlbemerkt uns zu verdanken. Das sagt er auch. Also wir sind es, also alle, die mitgewirkt haben, und die hart geblieben sind, dabei geblieben sind, die ihre Zeit, ihre Energie da reinstecken, die das so weit gebracht haben. Und auch eben, wie er genannt hat, auch durch die schweren Zeiten hindurch. Also das ist, da kann jeder sich selbst mit angesprochen fühlen. Ja, und was du auch gesagt hast, wo alles in allem enthalten ist, deshalb können wir wahrscheinlich auch oder können wir auch alles erschaffen oder kreieren, was Herr Kesche immer schon sagt. Ja, wie gesagt, das ist das Universum ist in uns. Ja. Und das ist genau diese eine Perspektive, dass man den Schöpfer nicht im Außen sieht, sondern sich als Teil der Schöpfung sieht. Und als Teil der Schöpfung, und das ist genau dieses Spiegelbild, dass der Schöpfer ist die Schöpfung. Weil der Schöpfer ist, alles was ist, ist in der Gesamtheit, in der Totalität, wie Herr Kesch immer sagt, ist der Schöpfer. Das heißt, die Schöpfung erlebt, erfährt sich selbst. Durch dieses Feedback-Mechanismus, das wir darstellen. Wir sind es, die dem Leben Bedeutung geben. Wir bestimmen die Bedeutung. Durch das, wie wir etwas auffassen, das ist wie gesagt das Beispiel, was ich immer nenne mit dem Regen. Der eine geht im Regen raus und sagt, oh, was für ein schlechtes Wetter. Und der andere sagt, juhu, endlich regnet es mal wieder. Diese Bedeutung, die wir dieser Situation geben, das ist die Bedeutung auf kleiner Ebene, und das gilt natürlich für alle Wesen in der Schöpfung, die der gesamten Schöpfung den Sinn geben. Und dieser Sinn, der wird wieder zurückgeführt zur Quelle, zum Schöpfer, der wiederum die gesamte Schöpfung dadurch ernährt und so weiter. Also das ist dieses gleiche Prinzip, das gleiche Plasma, das gleiche Fraktal oder das gleiche, dieses Torusfeld, das ein- und ausatmet oder der Herzschlag der Schöpfung. Ja. Ja, hier ist noch eine Hand oben. Steht kein Name bei. Heilsam. Du wolltest was sagen? Hallo? Du müsstest nur dein Mikrofon öffnen. Unten links ein Knopf. Jetzt müsste es angezeigt werden. Ja, jetzt. Hallo. Ja, jetzt sind wir dran, ja? Hörst du mich? Ja. Wunderbar. Schön deutlich. Sonst mache ich es ja über einen PC und jetzt habe ich es mal übers Handy gemacht und das ist alles ein bisschen anders. Mario, ich wollte noch mal fragen, dieses Eagly Wheel, dieses Energierad,
Könnt ihr mir da eventuell mal noch einen Link zukommen lassen? Ich habe das schon überall gesucht, aber nicht gefunden. Ja, da gibt es sicherlich jemanden, der hier im Hintergrund schon dran arbeitet, hoffe ich. Es war letztens hier im Chat eine Diskussion darüber. Da wird sicherlich hier jemand bei sein, der das besser weiß. Ja, ja. Also mit dem... Ja, erzähl. Mit dem, was letztens gesagt wurde, vorletztens, glaube ich, war das gewesen, ein Tipp mit diesen Lichtern hier, diese Alu, also wie heißen die wieder? Die Bunkerlichter, hat man früher gesagt. Die, wo das, die Leuchte in den in Alu, in so einer Alu-Hülle drin ist, die ganz leicht sind. Das habe ich ausprobiert mit der Nadel und das funktioniert wunderbar. Ich habe da 3 verschiedene Ganzflaschen rundherum gemacht und sobald ich in die Nähe gekommen bin, hat sich das Ding bewegt. Also ohne Luftzug, ohne alles. Hat sich ein paar Mal, also so teilweise bewegt in eine Richtung, hat es wieder angehalten, manchmal auch wieder in die Gegenrichtung, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Nur weil mein Feld, sagen wir mal, in der Nähe war. Also das funktioniert, das Ding. Da will ich mal noch ein paar Experimente machen mit diesen Energierädern. Link ist im Chat. Ja, dann gucke ich gleich mal nach. Danke, Mario. Egeli HTML. Ah ja. Ja, hat noch jemand etwa eine Frage oder möchte noch was sagen? Sonst irgendetwas anderes? Irgendetwas anderes? Irgendwelche Anliegen? Möchte jemand noch was sagen, was zeigen? Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war heute der 159. deutschsprachige Wissenssuche-Workshop. Heute ist der 4. April 2019. Und wie immer wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.